Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein aussortiert Video für dich, ja, denn ich habe mal wieder ein paar Produkte aussortiert und da möchte ich einfach ein bisschen was zu sagen. Und wenn du Bock drauf hast, ja, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Einige von den Produkten, die du hier siehst, sind auch schon längst gar nicht mehr bei mir, weil sie dann in Trash-Paketen weitergewandert sind oder weil sie in meiner Trash-Kiste sind und Freunde und Familie sich da halt immer wieder mal dran bedienen dürfen. Was jetzt aktuell nicht so viel ist, weil nicht so viele Leute vorbeikommen und man einfach nirgendwo hinfahren kann. Aber ich mache das so, dass ich tatsächlich auch an meine Mädels, an meine Freundin Fotos schicke oder dass sie mir halt sagen, was sie brauchen und dann packe ich denen immer Pakete zusammen und dann bleibt das halt hier, bis die irgendwann mal zufällig vorbeikommen und dann können die das mitnehmen. Genau. Ja, das heißt, bei mir wird tatsächlich nur das weggeschmissen, was wirklich schlecht ist, also abgelaufen ist, was super selten vorkommt. Oder halt Produkte, wo ich einfach sage, das möchte ich nicht, dass irgendwer anders sich damit rumschlägt, jetzt mal wirklich ohne Witz, ne? Ich finde, dass solche Videos immer sehr fair gesehen werden sollten. Ich sage hier meine ehrliche Meinung und deswegen sollte man mir gegenüber fair sein und jetzt nicht in den Kommentaren irgendwie ein Hate hinterlassen oder sonst irgendwas, nur weil das vielleicht dein Lieblingsprodukt ist zum Beispiel. Wenn es bei mir nicht funktioniert, dann ist es cool, wenn es woanders wohl funktioniert, ne? Weil dadurch... Sammy? Was machst du denn da? Der bringt mich aus dem Kontext, ist vollkommen in Ordnung. Genau, denn ne, es ist vollkommen in Ordnung, denn jeder Mensch ist anders. Ich habe vielleicht eine zu trockene Haut oder eine zu sensible Haut oder wie auch immer und dann funktioniert das Produkt einfach nicht. Genau, aber ich gebe es trotzdem gerne weiter an Leute, die das halt total super finden. Ja, ja. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit dem größten Posten des Ganzen, denn ich habe hier so ein bisschen umgeräumt und habe auch meine Pinsel etwas anders geräumt. Ich hatte das sonst immer kategorieweise. Alle Blendepinsel zusammen, alle Foundationpinsel zusammen und so. Mittlerweile habe ich das nach Marken einfach sortiert hier bei mir. Und da habe ich dann auch wirklich jeden Pinsel, den ich besitze, was nicht wenig ist, einmal in die Hand genommen und hatte dann auch ein paar Pinsel, die ich aussortiert habe. Ich gehe jetzt nicht jeden Pinsel einzeln durch mit euch. Das wäre für mich wahrscheinlich zu spektakulär und für euch auch. Das ist von allen möglichen Marken, ne? Also ich habe die H&M mit dabei. Ich habe hier Catrice. Ich habe Essence mit dabei. Sephora und so weiter und so fort. Einfach Pinsel, die ich entweder von der Haptik nicht mag, von der, wie es halt das Produkt aufs Gesicht bringt oder wenn die mir zu klein sind oder ne, wenn die mir einfach zu unheimlich sind. Gar nicht, ne, es sind halt sehr, sehr viele Pinsel. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und dann habe ich hier immer noch welche drin. Oh. Tada! Aber ich weiß, dass meine Freundinnen sich zum Beispiel immer mega darüber freuen, weil sie von mir ja auch Produkte bekommen, die sie jetzt nicht unbedingt in ihrem normalen Alltagsgebrauch verwenden. Also sie werden ja auch durch mich so ein bisschen inspiriert, mir neue Produkte auszuprobieren. Und wenn ich dann mal so einen Foundation-Buffer auf den Markt schmeiße, in Anführungsstrichen, ich verschenke dir, dann freuen die sich immer. Oder ein Blendepinsel oder ein Lidschattenauftragepinsel oder so. Ne? Und ja, das finde ich auch immer ganz cool. Und wenn ich da halt auch was weitergeben kann. Hört sich irgendwie blöd an, aber ich habe die Produkte getestet, die Pinsel habe ich auch getestet zum Beispiel. Ich gehe einfach mal auf einzelne Sachen auf. Der hier von Essence ist aus dieser Wahl-Edition. Nein, da waren halt irgendwie 3 Pinsel oder 4 Pinsel in diesem kleinen Set drin. Da habe ich das komplette Set aussortiert, auch wenn ich mich eigentlich ganz okay damit schminken konnte. Aber ich habe einfach Pinsel, womit ich schöner ein Puder auftragen kann oder ein Blush, ein Bronzer, ein Highlighter, wie auch immer. Ja, ne, ich weiß nicht. Oder hier von Sephora. Der war mir zu locker tatsächlich, ne, als Blushpinsel, weil das hier hinten sehr, sehr locker ist. Dieser hier von Dr. Pierre Rico war mir einfach zu hart. Da waren die Borsten einfach zu borstig. So, einfach jetzt, ich nehme jetzt einfach mal so exemplarisch den einen oder anderen raus. Dieser hier von Sephora kommt auch aus dem gleichen Pinselset, da habe ich das ganze Set aussortiert. Das ist eigentlich eher so ein Foundation-Auftragepinsel in Dreiecksform. Da kommst du theoretisch ganz gut auch so an die Nasenpartie und untere Augenpartie und so dran. Ich persönlich kann aber besser mit normalen Foundation-Buffern arbeiten. Genau, oder halt mit einem Schwamm. Genau, deswegen musste der gehen. Oder hier von Wet n Wild. Die Pinsel von Wet n Wild finde ich einfach qualitativ nicht so geil. Ich hatte die damals auch geholt, als ich mein Fullface Wet n Wild geschminkt habe. Und
ich habe einfach zum Beispiel bei diesem Puderpinsel gemerkt, dass ich damit die Sachen nicht so gut verblendet bekomme auf meinem Gesicht. Deswegen musste der gehen. Und der franzt halt hier an der Seite so aus. Das heißt, für meinen Anspruch, wie ich gerne Produkte in meinem Gesicht auftrage, hat der nicht so funktioniert. Diese Arten von Pinseln, die verwende ich einfach nicht. Das ist jetzt einfach von Look Good Feel Better. Das war mal in der Beautybox mit drin. Ist eigentlich so ein Pinsel, mit dem du Concealer unter dem Auge so auftragen kannst. Aber auch dafür verwende ich persönlich lieber, wie gesagt, Schwämmchen oder Foundation Buffer. Mit dieser runden, abgeschnittenen Form, bisschen abgeschrägt, komme ich auch nicht klar. Und da habe ich halt auch mehrere von drin. Oder das H&M Pinselset, was ich auch mal geholt habe. Ich habe das andere, glaube ich, behalten. Und das hier habe ich aussortiert, weil das einfach die Pigmente nicht so gut gegriffen hat. Das war mir einfach zu plastikmäßig von den Borsten her. Das einfach mal so grob, warum ich jetzt welchen Pinsel aussortiert habe. Oder hier auch ein Essence-Pinsel, ganz ne, verrückt aus dieser Under the Sea Edition oder sowas. Ich weiß es nicht, diese Essence und Catrice haben da zusammen was gemacht und dann hatten wir da auch Pinsel mit dabei. Und da war ein Pinselset von Essence. Dieser Foundation Buffer ist einfach zu schwach, wenn ich das so sagen darf. Also hier diese, ne, das ist einfach zu fluffig. Also für einen Foundation Buffer, da brauche ich einfach mehr Festigkeit. Genau. Ja, die Revolution Pinsel oder den Revolution Pinsel habe ich auch aussortiert, weil der einfach zu hart ist. Das ist auch so ein Puderpinsel gewesen. Eigentlich liebe ich diese Pinselform, weil die halt hier so zusammengedrückt sind und hier so schön rund. Das mag ich eigentlich gerne, aber der hat mir nicht gefallen. Oder hier von Catrice noch ein Pinsel. Das ist jetzt aber der letzte Pinsel, den ich zeige. Ich rede hier schon 5 Minuten über Pinsel, es tut mir leid. Genau, den hatte ich auch in, ich weiß nicht, in irgendeinem Paket drin. Adventskalender oder diese Amazon-Überraschungspakete, ne? Da weiß ich einfach nicht genau, was ich damit machen soll. Ja gut, ne? Also, dieser Karton an Pinseln wird aussortiert. So, diese Paletten, die ich euch jetzt kurz zwischendurch zeige, die sind auch schon weitergegeben an die liebe Sandra, sage ich jetzt mal. Weitergegeben, ne? Also wenn ihr das Video seht, dann ist das schon auf den Weg gebracht, weil ich heute Abend das Paket packen werde. Da habe ich einmal den Schneemann von Too Faced aussortiert. Das ist ein dreiteiliges Set, kann man irgendwie auch so zusammenbasteln und dann... Das ist halt so eine Schneefrau, ne? Habe ich damals auch in einem Video öfters verwendet. Mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Aber ich mag die Verpackung nicht tatsächlich. Also da habe ich wirklich schönere Paletten, schönere Produkte von Too Faced. Ich mag nicht diese bauschige Verpackung aus Papier, Pappe, wie auch immer man das nennen mag. Mag ich einfach nicht. Und ja, dann haben wir hier eine relativ unspektakuläre Lidschattenpalette, wenn ich ehrlich sein darf. Winzig kleine Fännchen, viel Schimmer und Glitzer mit dabei. Aber da habe ich auch wirklich schönere Too Faced Paletten, mit denen ich schöner und lieber arbeite. Immer wenn ich zu dieser Palette gegriffen habe, habe ich mir einen Nude-Look geschminkt. Und das kann ich mit ungefähr 90% von meinen Lidschattenpaletten machen. Und ich habe mittlerweile 150. Ja, ich habe mal irgendwann gesagt, ich möchte zweistellig bleiben. Jetzt sage ich, es muss in diesen Schrank reinpassen. Das ist so hohl manchmal hier bei mir in meinem Kopf, aber es ist so. Und ja, deswegen, ich hoffe, dass sie bei Sandra ein schönes neues Zuhause finden wird. Bei mir darf die Schneefrau dann gehen. Genau, in dem Bauch der Schneefrau befanden sich verschiedene Blushes von Too Faced, die an und für sich ganz schön sind, aber ich finde, dieses Set gehört einfach zusammen. Deswegen, als ich die Lidschattenpalette schon in meinem Kopf aussortiert hatte, hatte ich auch für mich gesagt, komm, da packst du die anderen Sachen auch mit dabei. Ich glaube, ein Blush von Too Faced habe ich so noch gar nicht da. Ist aber auch alles nicht so schlimm, ne? Also wenn ich mal irgendwann mich mit Too Faced, only using Too Faced schminke, dann ist das so, dann habe ich halt keinen Blush von Too Faced. Das wäre aber eigentlich der einzige Grund gewesen, weswegen ich die Schneefrau behalten wollte. So blöd sich das anhört, ne? Ja, weil das sind wunderschöne Töne. Du hast im Prinzip drei verschiedene matte Blushes in verschiedenen Farbnuancen, die ich echt toll finde. Und dann den Pink Christmas, der halt so einen schönen Schimmer noch mit dabei hat, so einen Blush-Topper. Wunderschön, also das war für mich auch das Herzstück aus der Kollektion. Und der Kopf von der Schneefrau besteht aus dem Chocolate Soleil Bronzer, den ich tatsächlich als Milk Chocolate Soleil und auch schon als kleinen Chocolate Soleil da habe, deswegen brauche ich ihn nicht. Und den Angel Wings Highlighter, der an sich wunderschön ist, aber ich habe auch andere Too Faced Highlighter. Genau, das ist ein ganz klassischer champagnerfarbener Highlighter und ich denke, dass Sandra wirklich zumindest mit Kopf und Bauch ihre Freude haben wird und mit der Lidschattenpalette kann man spielen. Deswegen, ne, kann sie sich da frei austoben. Außerdem hat sie sich eine Palette bei mir ausgesucht, die Urban Decay Weiß 3 Palette. 3 müsste das eigentlich sein.
Ich habe sie damals bei Madi gekauft. Also ja, die habe ich ihr abgekauft. Und ich dachte, dass ich damit auch echt gut klarkommen würde. Ich hatte mir ein paar Looks dazu im Internet angeguckt und so, ne? Und ja, aber ich habe sie ein paar Mal ausprobiert. Ich habe damit gespielt und nee, also nee. Die hat also einen Ton, auf den ich tierisch abfahre, und das ist der Grasshopper. Der Grasshopper-Ton, dieser wunderschöne Grünton. Alle anderen sind so, ja, sie sind halt da. Aber auch das ist eine Palette. Wenn ich sie verwendet habe, um mich damit zu schminken, habe ich echt, irgendwie bin ich eher bei natürlichen Looks gelandet. Das war ein bisschen merkwürdig. Und ja, deswegen. Also die darf jetzt auch gehen. Die hat seinen Dienst bei mir erfüllt. Ich finde sie einfach von der Qualität her nicht so schön. Und ich muss auch ehrlich gestehen, wenn ich auch so rüber gucke und sehe, was ich an Urban Decay da habe. Mrs. X hat mir ganz zu Anfang meiner YouTube-Zeit mal die Born to Run Palette geschickt. Und das ist bisher ungeschlagen an Platz 1 der Urban Decay Lidschattenpaletten bei mir. Fast alle anderen sind immer wieder weitergewandert. Die sind gar nicht bei mir geblieben. Ich weiß nicht, diese Urban Decay-Geschichten, die haben mich nicht so in ihren Bann gezogen. Da bin ich ehrlich. So, dann kommen wir jetzt zu dem Eigentlichen, wo ich immer mein Gedöns drin sammel, wenn ich mich gerade schminke und dann parallel dazu die Sachen aussortiere und wo ich mir auch wirklich immer was zu aufschreibe. Genau, und das ist jetzt eigentlich so der richtige Start vom Video. Schön, läuft bei mir. Ja, die NARS-Palette. Leute, ihr wart live mit dabei. Ich habe sie danach auch noch ein paar Mal verwendet, aber nein. Also, ja, die NARS Inferno-Palette, ne? Eigentlich wunderschön. Also, wenn man sie auch so sieht, denkt man sich, wow, da kann man richtig mit eskalieren. Die ist wundervoll. Da kannst du Nude-Looks mit schminken. Du kannst da rote Looks mit schminken. Abgesehen davon, dass rote Looks mir, so wie ich bemerkt habe, nicht hundertprozentig stehen. Rosa, Pink. Ja, Rot eher weniger. Also dieses, was Maxim ja auch immer so gerne schminkt, ne? Nach dem Motto Augenentzündung. Das funktioniert bei mir einfach nicht, eben dadurch, dass ich hier Schlupflider und so weiter. Und vielleicht hätte mir das vor 10 Jahren gestanden. Aber Leute, ich bin 31 Jahre alt. Mir steht sowas einfach nicht mehr. Aber grün steht mir, ne? Das sind immer so diese Gedankengänge, die in diesem Brain manchmal abgehen. Nein, aber das ist... Die hat mich einfach so enttäuscht, dass ich jedes Mal darüber nachdenke, wie sehr sie mich enttäuscht hat, wenn ich sie zur Hand nehme. Diese drei Töne, also die beiden sind richtig, richtig, richtig grobes Glitzer. Würde ich im Leben nicht verwenden. Das heißt, die wären sowieso schon mal raus. Dieses Rot habe ich wirklich exzessiv versucht aufzubauen. Hat alles nicht so ausgesehen, wie ich das haben wollte. Und... ja, nudige Paletten habe ich, wie gesagt, genug da, ne? Also das, nee, darf jetzt einfach gehen. Also so teuer, wie sie war, aber okay, dann, habe ich die hier irgendwo aufgeschrieben? Ja, nein, habe ich nicht. Ja, da muss ich auch nicht viel zu sagen. Ich habe mit euch zusammen meinen Full-Face Beauty-Boxen geschminkt, genau. Und da habe ich hier die Youth Lift Tinted Action Cream verwendet. Das ist jetzt das zweite Mal, dass sie bei mir ist und auch das zweite Mal, dass ich sie aussortiere. Die ist mir einfach zu dunkel. Die ist von der Textur und vom Tragekomfort ganz schön. Auch das Ergebnis nachher vom Video war ja auch passabel, ne? Da können wir uns auch nicht groß beschweren, aber das lag auch einfach daran, dass ich mir noch Tonnen an Concealer aufgegeben habe. Ich denke, dass da jemand sich in meinem Familien- und Freundeskreis drüber freut. Vielleicht meine Mom zum Beispiel. Die ist nämlich deutlich dunkler vom Hautton als ich. Ne? Weil die halt auch sehr angenehm auf der Haut war. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass meiner Mom das gefallen könnte. Frage ich sie mal. Genau, also die gibt halt einen Hauch von Farbe ins Gesicht, wenn man halt die Hautfarbe hat, die dazu passt, weil dieses Produkt gibt es nur in einer einzigen Farbe, was ich ja total großartig finde. Ja, aber wie gesagt, ist nicht meine Farbe, aber hätte ich die passende Hautfarbe dazu, fände ich das cool. Den habe ich auch aussortiert. Da habe ich meinen Fullface Alverde mit euch zusammen geschminkt. Den Lash Lift Primer. Das ist dieser hier. Habe ich auch mit verschiedenen anderen Mascaren verwendet und ausprobiert. Und ich muss einfach gestehen, der macht nichts. Gar nichts. Gar nichts macht er mit meinen Wimpern. Ich habe jetzt ja auch einfach eine Zweier-Mascara-Kombi. Also ob ich jetzt einen Mascara-Primer verwende oder ob ich einfach noch eine zweite oder dritte oder vierte Schicht Mascara auftrage, ist Jacke wie Hose. Also bei mir im Prinzip der gleiche Effekt. Ich brauche keinen Lash-Primer. Das macht bei mir keinen Sinn. Und der von Alverde hat einfach überhaupt nichts gemacht. Ja. So, dann habe ich hier den Essie. Warum habe ich einen? Ja, egal. Den Venture to the Venue. Das ist ein Nagellack, denn ihr seht ja immer bei mir, ich habe ja 5 Nagellacke pro Hand. Also ich habe, ne, auch, also hier, also im Prinzip habe ich auf dieser Seite 5 Nagellacke und auf der anderen Seite habe ich genau die gleichen Nagellacke, aber auf anderen Fingern, einfach um zu gucken, wie haltbar sie sind. Das ist ziemlich
spleenig, aber wenn ich mich so intensiv durch meine Sammlung durchprobiere, dann kommen mir halt Gedanken wie diese. Genau. Und ja, den hier habe ich zum Beispiel auch dann gezogen. Und ja, der ist eigentlich, wenn man den auch so sieht, eigentlich super, super schön. Ne? Ganz, ganz tolle Farbe. Aber man sieht es wahrscheinlich jetzt auch schon im Fläschchen, dass er sehr merkwürdig ist. Also der besteht im Prinzip aus Glitzer, dann aus irgendwelchen perlmuttfarbenen Farbpigmenten, die aber auch wirklich grob auf dem Finger drauf sind, also auf dem Nagel, wenn man das aufträgt. Und dann halt noch die Flüssigkeit. Auf dem Finger an sich sieht es auch im ersten Moment schön aus und auch wenn man ein oder sogar zwei Schichten Topcoat drüber gibt, sieht es auch von der Oberfläche her schön und ebenmäßig aus. Wenn ich den aber solo trage, ist der super grob. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist von der Oberfläche her fast schon dann auf dem Nagel so wie diese Palette. Ich weiß nicht, ob die Kamera das irgendwie einfängt. Also das ist hier ja auch so glitzermäßig, ne? Und so ähnlich ist es dann auch auf dem Nagel. Und ich bin so ein Knibbelmensch. Ich kann das nicht haben. Wenn irgendwas sich merkwürdig anfühlt, dann knibbel ich. Das heißt, zum einen habe ich mir den komplett runtergeknibbelt, einfach so, ohne drüber nachzudenken. Und zum anderen fand ich den auch, als ich den dann nochmal drauf gemacht habe, um zu gucken, wie er dann hält, wenn ich ihn nicht abknibbeln würde, furchtbar zum Abmachen. Also da war ich im Prinzip der Vergangenheits-Claudi dankbar, dass sie den beim ersten Mal abgeknibbelt hat, weil das Abknibbeln besser funktioniert hat, als das mit dem Nagellackentferner abmachen. Mensch, okay. Ja, das war jetzt aufregend, ne? Genau, dann habe ich, wo ist er? Den M.Asam Eye Designer. Das habe ich auch mit euch zusammen verwendet. Ja, das ist einfach ein Kajalstift. Den kannst du auch als Eyeliner verwenden, wenn du lustig bist, ne? Ja, Sammy, alles ist furchtbar im Leben, ne? Ja. Gerade ganz schwer geatmet. Ist so ein hochdrehbarer Kajal, ein schwarzer halt, ne? Ja, ist okay. Ich habe ziemlich viele Kajalstifte und da habe ich halt einfach auch bessere. Dieses Nippelding hier hinten dran, um den auszusmatschen, kann man vergessen. Und wie gesagt, ich habe einfach dann bessere und dann muss der einfach nicht mehr da sein. So, auch ein weiteres Produkt, was ich in meinem Fullface M.Asam aussortiert habe, ist dieses Satin Eyeshadow Quad. Ja, also mittlerweile durch zum Beispiel diese Catrice 5 in a Box mag ich gerne oder durch die Natasha Denona Paletten mit 5er Geschichten. Ne? Ist es okay, wenn man so 5 Farben oder 4 Farben halt in einer Palette hat, da kann ich auch sehr schön mit arbeiten. Habe ich auch aktuell in meiner Daily Use Box hier stehen von Revolution Pro. So ein 4er Quad, super, kann ich einsam mit arbeiten und mir schnelle Looks mit zaubern. Aber dann sollte das von der Farbe her auch passen und die hier haben nur eine Matschepampe auf dem Gesicht ergeben. Das hat mir nicht gefallen. Deswegen, irgendwer wird sich sicherlich darüber freuen. Bei mir darf es nicht mehr bleiben. So, diese Mascara ja, ist von L'Oreal, die X-Fiber Waterproof Mascara. Besteht aus 2 verschiedenen Seiten. Habe ich auch in einem Video mit euch zusammen verwendet. Also ich persönlich finde, für das Ergebnis, was ich dafür bekomme, was ziemlich okay ist, ne? Finde ich es zu aufwendig, weil man hier ja 2 verschiedene Mascaren hat und so. Das kriege ich mit anderen Mascaren hin, wo ich nur eine Mascara verwenden muss. Ne? Genau, das hier fand ich einfach umständlich zu verwenden. Deswegen muss die gehen. Dann habe ich hier etwas, wo ist er hin? Fenty Beauty, der Highlighter. Entweder du liebst ihn oder du hast ihn. Ne? Das ist ja der How Many Carats Diamond Bomb Highlighter. Den hatte ich in so einem Sephora Set mit drin, wo auch ein Lippy irgendwie mit dabei war, glaube ich. Und der glitzert dir einfach alles voll und das mag ich einfach nicht. Also ich weiß, dass manche Leute das richtig toll finden und das dann auch sehr, ja, feiern. Aber ich feiere das überhaupt nicht und da hole ich mir lieber von Fenty Beauty mal einen normalen Highlighter oder so. Aber diese Glitzerbombe, die muss einfach nicht sein. Apropos Glitzerbombe, da habe ich auch noch einen von Essence, den Good Luck Charm for Strength Face and Body Highlighter. Es war eine Limited Edition, der hat so ziemlich genau den gleichen Effekt. Abgesehen davon hat er hier aber auch noch rosa Schimmer mit drin. Und ich finde, dass solche Glitzerviecher sich einfach über den Tag im ganzen Gesicht verteilen. Und dann siehst du einfach aus wie eine Disco-Kugel und das möchte ich nicht. Also ich möchte schon geschminkt aussehen, ja, durchaus. Also das ist ja auch heute der Fall, ne? Aber ich möchte jetzt nicht zu, weiß ich nicht, es sollte irgendwie, ich sollte mögen, was ich im Gesicht trage. Ja, und ich mag einfach nicht so Glitzerkram. Genau, dann habe ich hier einen weiteren Nagellack und zwar von Art Deco. Das ist die Farbe 6 ml. Mhm. Nein, 226.
27X, glaube ich, müsste die Farbe sein. Ist eigentlich so ein richtig schönes Orange. Hatte ich auch im Artico Adventskalender drin. Mochte ich eigentlich auch gerne leiden, aber der war halt super streifig auf dem Nagel. Also ich musste 3 Schichten davon auftragen, um das Ganze halbwegs deckend hinzukriegen und das fand ich blöd. Deswegen muss der gehen und ich brauche demnächst einen neuen Orange. Genau. So, dann habe ich zu den Produkten, die jetzt hier noch drin sind, mir nichts zu aufgeschrieben. Das heißt, das kommt jetzt aus der Erinnerung. Essie, ja. Das ist der Expressi in der Farbe Second Hand First Love. Das ist dieser hier. Da hat mir die Farbe einfach nicht gefallen. Das sieht jetzt so per se in diesem Fläschchen ganz süß aus. Ne? Ist eine schöne rosa, altrosa Farbe. Aber auf meinen Fingern sieht es ein bisschen leberwurstmäßig aus. Und ich kann das halt nicht komplett auf alle Finger tragen. Ich kann das vielleicht auf einen Fingernagel machen, aber nicht auf alle 10. Das sieht dann echt blöd aus und deswegen, ne, muss der gehen. Dann habe ich hier den Blush von Style London Meets Glossy, Glossy Box aussortiert. Das ist ein loser Blush. Peach Blossom ist die Farbe. Der darf auch gehen, weil der einfach, ich finde es schwierig, mit losen Blushes und losen Bronzern zu arbeiten. Lose Puder und lose Highlighter funktionieren, aber Blush und Bronzer kriege ich nicht hin. Deswegen muss sowohl dieser Blush gehen, als auch hier von Uoga Uoga dieser Bronzer in der Farbe Beach Mode. Auch die beiden Produkte habe ich übrigens in dem Full Face Beauty Boxen Januar ausprobiert oder verwendet. Ne? Der ist aber auch viel zu rot für mich. Also der hätte für mich noch ein bisschen mehr aschig oder heller sein müssen, weil das funktioniert nicht. Auch das hier habe ich in meinem Full Face Beauty Boxen verwendet und zwar von Gokosch diesen Eye Pencil Gedönsen Lidschattenstift. Ne? Das ist einmal ein etwas hellerer und ein etwas dunklerer. Nee, da arbeite ich lieber mit einer Lidschattenpalette und habe da einfach mehr Freude dran. Und jetzt kommen wir mal zu dem absoluten Aufregerprodukt für mich des kompletten Januars, um das mal so zu sagen. Das ist mein absolutes Flop-Produkt von Januar, weil es mir die Augen kaputt gemacht hat. Das ist heftig, weil dieses Produkt, glaube ich, 100 Euro als Wert hat. Und zwar rede ich von der Avant Augencreme Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Das ist dieses Ding und das hatten wir entweder in der Glossy Box oder in der Look Fantastic Box drin. Und das war so dermaßen furchtbar. Ich hatte so krasse Augenprobleme. Das habt ihr teilweise auch in Videos gesehen. Ich habe mir über Nacht Propolis Augenmasken gemacht, also quasi richtig dick mit Propolis Creme drauf gemacht, damit meine Augen wieder halbwegs in Ordnung werden. Meine Augen haben getränt, sie haben wehgetan, also meine komplette Augenpartie, wo ich das Produkt aufgetragen habe. Ein mega Flop. Ich bin sehr enttäuscht davon, weil 100 Tacken, Leute, ne? Also das haben wir alle nicht dafür ausgegeben, die es in den Beautyboxen drin hatten. Aber puh, da wäre nice gewesen, irgendwie drauf zu schreiben, Achtung, bitte nicht bei sensibler Augenpartie verwenden, weil das wäre ein Traum gewesen. Ja, und hier soll man das morgens und abends verwenden. Ich habe das tatsächlich auch nur abends verwendet und no way, wenn ich das auch noch morgens verwendet hätte, wären mir wahrscheinlich die Augen weggeflogen. Ich weiß es nicht. So, das war jetzt tatsächlich mein aussortiert Video, was so im Januar bei mir quasi aus der Sammlung geflogen ist oder eben auch gar nicht erst eingezogen ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir gerne eure Flop-Produkte aus Januar, was ihr so probiert habt, sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik unten in die Kommentare, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, bitte einen sehr fairen Austausch miteinander, das finde ich auch sehr wichtig, aber bei mir in der Community sind wir alle sehr, sehr fair zueinander, weil, ja, das habe ich so in der Erfahrung auf jeden Fall gemerkt und, ja, mal gucken, was so im Februar alles rausfliegt oder was eben neu einziehen darf. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich ja echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!